Guten Tag. Guten Tag. Ach, bitte. Fritzi Verzabel. Krutzke. Markus. Freut mich. Markus, dann dürfen wir dein Gröber reichen hier. Ja. Dankeschön. Oh, ist kaputt gegangen? Sind zwei Teile, oder? Nö, das können wir wieder dran machen. Ach so. Eine Châtelaine? Ja. Was ist denn eine Châtelaine? Eine Uhrenkette. Ach, ich dachte immer, Uhrenketten sind Ketten. Das ist ja gar keine Kette. Naja, es ist im Grunde genommen eine Kette, die nur an der Uhr befestigt wird. Nur hier. Genau. Ja. Und dann wird sie so mit diesem Band eben aus der Westentasche gezogen. Ach, sie wird ja nicht noch zusätzlich an einer weiter abgehängten ja Kette an einem Knopfloch befestigt. Verstehe. Viele sagen auch Zipfel dazu, aber Châtelaine ist eigentlich der richtige Ausdruck. Hört sich auch schöner an wie Zipfel. Ne, Zipfel gibt es beim Bäcker. Ja. Ne? So, mein Lieber, dann lass uns ganz kurz ein bisschen über dich reden. Hat die Frau Doktor Zeit zu gucken, was das für eine Uhr ist und ob sie gut ist. Wo kommst du her, was machst du, was tust du? Ich komme aus Köln. Oh, Köln, Jungen. Ja. Schön. Was machst du jobmäßig? Ich bin Elektriker am Flughafen. Hier in Köln? Ja, Köln-Bonner Flughafen. Ja, ja, sei froh, dass du nicht in Berlin gelandet ja bist. Ne? Da hättest du richtig Arbeit, kein Feierabend. Ja. Wie kommst du an die schöne Uhr? Die habe ich von meinem Opa geerbt, der letztes Jahr verstorben ist. Und du willst sie nicht behalten? Ja, ich habe eigentlich keine großartige Verwendung dafür. Ich habe auch erst vor kurzem ja davon erfahren, dass ich die erbe, ja, die Uhr. Ich wusste davon vorher gar nichts. Ja. Von daher habe ich auch keine persönliche Bindung zu der Uhr. Gut, dann hören wir uns mal ein bisschen was über die Uhr an. Ja. Das ist eine Patek Philippe-Uhr. Mhm. Patek Philippe gehört zu den ältesten und nobelsten Uhrenmanufakturen der Schweiz. Okay. Und Patek Philippe-Uhren erzielen auf Auktionen in der Welt die allerhöchsten Preise und nicht selten im zweistelligen Millionenbereich. Jetzt macht den armen Mann nicht verrückt. Der Flughafen hat morgen keinen Elektriker mehr. Auf jeden Fall, der Name Patek Philippe ist ein wirkliches Reizwort im Uhrenhimmel. Gegründet 1839, gegründet von dem polnischen Adligen Antoine Nobert de Patek und Jean-Adrien Philippe. Mhm. Das waren zwei Uhrmacher und die haben sich in erster Linie einen Namen gemacht durch meisterliche Handwerkskunst und immer wieder neue Komplikationen erfunden, patentiert, insbesondere zum Beispiel die Aufzugskrone 1842, die die Uhrmacherkunst wesentlich vorangetrieben hat. Und das alles verbunden mit einem sehr stilvollen, eleganten Design. Auch hier haben wir eine flache, glatte Savonette, wirklich wie ein kleines Seifchen. Über die Aufzugskrone lässt sich sie öffnen. Bei der 3 zeigt sich ein hervorragendes Zifferblatt in einem Top-Zustand mit arabischen Zahlen, einer dezentralen Sekunde, gebläute birnenförmige Zeiger, eine Eisenbahnminuterie, sehr schön ausgewogen, elegant. Hier der Schriftzug Patek Philippe Genève. Hier sehen wir die Markung, das Calatrava-Kreuz von der Firma Patek Philippe, 750 die Legierung und die Helvetia als Schweizer Garantiemarke. Und tatsächlich ist es eine Dreideckel-Golduhr, wie auch anders denkbar. Ja, ist Patek. Es ist Patek, genau. Hier haben wir auf jeden Fall auch die Markung im äußeren Deckel, im Staubdeckel ebenfalls. Und hier zeigt sich ein sehr schön gearbeitetes Werk, wirklich mit Wellenschliff, also den Genfer Streifen typisch. Wir haben hier eine Wolfsverzahnung im Aufzug und Rubinlochsteine über der Unruhe und natürlich entlang der Räder, Minutenrad, Sekundenrad, Ankerrad. Und wir haben hier auch die Breguet-Spirale gebläut und die Schwanenhals-Feinregulierung. All das sind Qualitätsmerkmale. Ein hervorragendes, schön gearbeitetes, solides, feines Werk. Und was ich sehe, sie läuft? Sie läuft, ja. Nach der Werknummer kann ich sagen, dass sie aus den Jahren 1907, 1908 ist. Mhm. Liebe Heide, jetzt ja ist die Uhr, was mich natürlich freut, aus 750er Gold. Wie sieht's denn aus mit dem Zipfel? Der Zipfel ist aus 585er Gold, zweifarbig gearbeitet, hier in einem groben Milanese-Band und wunderschön hier mit dieser geschweiften, mit dem geschweiften Schnallenmotiv. Gefällt und hier mir ein sehr. Karabinerhaken finde ich auch sehr schön, wirklich sehr schön. Ist bestimmt später gekauft worden, wahrscheinlich in den 30er Jahren, könnte ja gut sein. Mhm. Mein Lieber, ich hoffe, die Frau Doktor hat dich jetzt nicht extremst verwirrt mit Auktionsergebnissen in Millionenhöhen, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, da wird die Uhr nicht liegen. Und wenn, müssen die Händler Geld holen fahren. Ja. Aber ein Preiswunsch, den kannst du mir schon mal sagen. Also mein Wunschpreis würde bei 3.000 Euro liegen. Ist auch nicht bescheiden, aber ist auch eine Patek. Wie viel könnte die edle Uhr heutzutage erzielen?
Also, der Goldwert, der liegt hier bei ca. 2.500 Euro insgesamt. Ui. Ja. Aber es ist eben eine Patek Philippe. 5.500 bis 6.000 sollten drin sein. Wahnsinn. So, mein Lieber, es freut mich, dass du da warst. Noch mehr freut mich diese positive Überraschung. Ja, mich auch. Und toi, toi, toi beim Verkauf. Ja, danke schön. Ja, handeln Sie gut. Da geht's rüber. Tschüss, mein. Tschüss. Tschüss. Ich mache mich schon sehr nervös. Ich werde aber mein Bestes geben, dass ich das Beste aus der Verhandlung raushole. Dann auf zum Falschen. Markus Uhr ist ein echter Schatz, aber greifen die Händler dafür auch tief in die Tasche? Guten Tag. Hallo. 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 Ja, komm, ich habe hier was Schönes mitgebracht. Das kommt bestimmt in die Uhr. Ja. Mit Châtelain. Jawohl. Châtelain. Sehr schön. Die wird sogar Gold sein, ne? Ja, 5,50er Gold. Gold. 5,85. Ja. Patek. Wie schick mal. Ehrlich? Ja. Eine normale? Patek Philipp und Co. Normale Patek? Ja, keine Komplikation. Sekundenzeiger noch. Okay. Ein Erbstück? Schick, ja, von meinem Opa. Okay. Drei Decke. Patek ist ja somit das Beste, was man eigentlich hier anbringen kann. Ist wohl Armband so von 1907, 1908 anhand der Uhrwerksnummer, habe ich eben erfahren. Die haben dieses Teil erfunden hier, die Aufzugskrone. Ja, das habe ich eben auch gehört. Ja. Und haben die Taschenuhr damit so richtig möglich gemacht. Und die Châtelaine, ist die auch original von Patek? Nee, die ist wohl nachgekauft worden. Die ist wohl so um 1930. Und ist Gold? Ist 5,85er Gold. Das ist alles original so. Gold, Gold, Dreideckel, Gold. Sehr schön. Mhm. Warte mal, wie sieht die denn? Ja. Das ist schlicht. Okay. Muss man mal aufpolieren, einigen lassen, dringend. Schön, dass sie läuft. Originalboxpapiere wären natürlich auch noch geil. Ja, die sind leider nicht mehr da. Ja. Die sind wahrscheinlich dann irgendwann im Krieg verloren gegangen. Ja, das kann gut sein. Was hat die für einen Goldwert? Der Goldwert lag mit der Kette ungefähr bei 2.500 Euro. Ja. Ich hätte es auch mit 3.000 gestartet und das mache ich auch. Ich bin da nicht dabei. Okay. 3,2. 3,5. 3,6, sag ich mal. 3,7. 3,57. 3,8. Locked. Kommt schon so langsam in die richtige Richtung. 3.850. 3,9. Nee, da bin ich raus. Tja, machen wir 3,9. Ja, da kommt das Geschäft. Ach, schön. Schönes Ührchen. Super Uhr. Ja, kommt ja auch jetzt in gute Hände. Ja. Ja. Wie gerne die. Erstmal meine und dann in gute. Nein, Gott. Wo bin ich jetzt? 2,4,6,8. 1000, 2, 4, 6, 8, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 9. Viel Spaß beim Geld ausgeben. Dankeschön. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss. 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 Fabian. Ja. Schicke Uhr. Super war das. Eine schöne Uhr. Einmalig. Die ich freue mich. Du bist der König unter den Uhren. Ja, so viel Geld in der Hand zu haben, das fühlt sich schon richtig gut an. Und da werden wir dann einen schönen Familienurlaub von machen.